Ihr dachtet, es sei vorbei. Und so dachte ich auch. Nachdem wir Eratia befreit haben, nachdem die Restauration abgeschlossen ist, las ich mit Stolz: Letzte Eratia wiedergestellt. Errungenschaft freigeschaltet. Da haben wir gedacht: Hey, schau es dir mal an. So, was für Errungenschaften gibt es denn noch so? Und dann klickt man mal auf alle Errungenschaften anzeigen und trautes Heim, teuflisch, kaltblütig. Im Prinzip. Dafür, dass wir die ganzen Kampagnen abgeschlossen haben, bis auf die Kriegsbeutekampagne, die man auf zwei verschiedene Weisen abschließen kann. Und dann schaue ich mal so ein bisschen weiter runter. Was gibt's denn da noch so Feines, was zur Hölle? Unabhängigkeit schließt die Kampagne Saat der Zwietracht ab. Ich habe alle Kam oh, ups. Ich habe alle Kampagnen abgeschlossen. Dann denke ich mir, was kann doch nicht sein? Neues Spiel, Kampagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt nur 6 Kampagnen. Was willst du, dummes Spiel? Verarscht mich. Schaut mal im Internet nach. Findet man ganz grob, dass es eine geheime Kampagne gibt. Die Frage ist jetzt, wie kommt man dahin? Spiel laden. Kampagne. Finale. Furioso 9. Und wir kommen plötzlich. Hohoho, was ist denn das? Saat der Zwietracht. Du dreckiges Stück Scheiße von einem Spiel. Wenn man das Spiel auf reguläre Art und Weise durchspielt, kommt man ja, wie ihr gesehen habt, direkt wieder ins Startmenü. So, hoho, du hast das Spiel abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Es gibt keinen Indikator darauf, dass es noch eine siebte Kampagne gibt. Und jetzt, ah, Saat der Zwietracht, auf geht's. Jetzt, wo die Eindringlinge endgültig aus den umstrittenen Ländern vertrieben wurden, ist die Zeit für den Wiederaufbau gekommen. Nur ein Mann, Faruk Velnin, hat sich geschworen, die umstrittenen Länder für immer von Eratia und Evli zu befreien. Um zu gewinnen, müsst ihr den Gral innerhalb von 2 Monaten finden. Wir haben bis jetzt in keiner Kampagne irgendwas mit dem Gral zu tun gehabt, beziehungsweise auch die komplette Spielmechanik darum. Von daher kann es, glaube ich, sehr interessant werden. Cloverfield. Bevor wir unsere Unabhängigkeit erklären können, brauchen wir ein Symbol. Dieses Symbol ist der Gral, der in dieser Gegend vor Jahrhunderten verloren ging. Wir müssen ihn finden oder unser Plan ist gescheitert. Bevor wir ihn beginnen können. Ihr habt 6 Wochen, um den Gral zu finden. Das stimmt nicht. Wir haben 2 Monate Zeit. Ich habe die Mission bereits angespielt, da steht's auch. Leider ist meine Aufnahme verloren gegangen. Das heißt, es ist schon das zweite Mal, dass ich das Ganze jetzt aufnehme. Aber das ist nicht so wild, weil ich habe mich beim ersten Mal nicht dumm angestellt, aber es hilft zu wissen, was man tut. Stiefel der Geschwindigkeit erhöhen die Bewegungsrate eines Helden an Land. 5000 Gold, 4 Pegasi. Scheißt auf das Gold, ihr werdet das Gold absolut nicht brauchen. Pegasi oder die Stiefel der Geschwindigkeit, ich würde aber mit dem Pegasi gehen. Das erste Mal in der Geschichte der zerstrittenen Länder haben Menschen und Elfen Seite an Seite gekämpft, um ihre Heimat vor Eindringlingen zu verteidigen. Wenn die Freudenfeste vorbei sind, wird der alte Hass zurückkehren und wir werden wieder in einem Land voller Konflikte leben. Wir müssen über die Zukunft der zerstrittenen Länder nachdenken. Soll unser Unabhängigkeitskampf erfolgreich sein, brauchen wir mehr als nur Armeen, um die Bevölkerung zu motivieren. Wir brauchen einen symbolischen Eckpfeiler. Sucht den Gral in den verzauberten Ländern, wo die Einhörner mit den Bäumen sprechen. Gerade als ihr eure Truppen versammelt, um den Gral zu finden, erreicht euch die Nachricht, dass Streitkräfte aus Eratia und Evli mobilisiert wurden, um euren Unabhängigkeitswunsch zu zerschmettern. Die Bürgerwehren aus Eratia und Evli stehen euch bereits im Weg. Zum Glück ohne Anführer. Einige der Einwohner entscheiden sich für euch, aber die meisten sind unentschlossen. Ihr müsst den Gral finden, damit sich die Mehrheit von ihnen euch anschließt. Ohne ihn werden die Truppen aus Evli und Eratia euch besiegen und euch am nächsten Baum aufhängen. Das ist relativ witzig, weil die Bäume bei uns leben. Das heißt, die hängen uns an unseren eigenen Verwandten auf. Oh mein Gott, das ist krank. Ich finde es schön, wie Frieden herrscht. Nachdem Eratia befreit ist, hat die Königin Catherine richtig gut hingekriegt. Kann man jetzt wirklich absolut nichts sagen. Hier haben wir Gimli, hier haben wir einen anderen Zwerg aus. Hier, wie heißt der Hobbit? Und hier haben wir Legolas. Also,
Gehen wir mal in unsere Stadt. Wir sehen, aha, hier gibt es nichts. Schauen wir mal, was wir uns bauen können. Wie wundervoll. Absolut gar nichts. Das Einzige, worauf wir hier aufbauen können, ist im Prinzip in Richtung Geldgeneration zu gehen. Geldgenerator. Ihr seht, wir werden nicht so viel Geld brauchen, weil es gibt schlichtweg nichts zu kaufen. Ich würde empfehlen, hier mit der Magiergilde anzufangen, damit wir ihr ein paar Zaubersprüche mit auf den Weg gehen können, Weg geben können. Und von da an heißt es im Prinzip, nehmt alles mit, was ihr bekommen könnt. Schrein der magischen Beschwörung. Segen, gerne. Ruhiges Auge des Drachen bringt uns immerhin plus 1 Angriff und Verteidigung. Und wie gesagt, Erfahrung. Ihr werdet das Geld nicht brauchen. Einfach Bogenschießen? Ja, warum nicht? Ich habe zwar noch keine Schützen und ich werde nur die Großelfen haben, aber die Großelfen sind eine ziemlich gute Fernkampfeinheit. Von daher nimmt Meisterhaft Schmiede. Richtig gut. So, hier haben wir eine Taverne, da könnten wir uns einen neuen Helden holen. Entweder den hübschen. Wobei ich glaube, das ist eine Frau. Oder den hübschen. Wobei ich glaube, das ist auch eine Frau. Nichtsdestotrotz, wir brauchen keine weiteren Helden. 3 sind mehr als genug. Ihr begegnet einer Gruppe Zentauren und Zwerge. Als ihr ihnen von dem Plan erzählt, die umstrittenen Länder in einen unabhängigen Staat zu wandeln, schließen sie euch an. Okay. Wie gesagt, ihr werdet absolut keinerlei Geld gebrauchen. Meisheit, Glück. Ich denke Glück. 6 Kristalle. Und hier bekommen wir dann, ihr seht schon, die 5 Obelisken dastehen. Für die Leute, die sich nicht auskennen, wie es mit der Suche nach dem Gral, was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich es jetzt mal. Ihr trefft auf einen Obelisken, der aus einer Steinsorte besteht, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Als ihr ihn intensiv anstarrt, verändert sich die glatte Oberfläche zu einer Inschrift. Die Inschrift ist Teil einer alten, verlorenen Karte. Schnell zeichnet ihr sie ab und die Inschrift verschwindet so plötzlich wieder, wie sie erschienen war. So, wir haben jetzt hier eine komplett abgedeckte Karte. Mit jedem Obelisken, den wir finden, werden ein paar Teile aufgedeckt. Die Karte, das Gemälde ändert sich, je nachdem, welche Rasse man ist. Natürlich, wir haben jetzt hier die Baumschmuser, das heißt, wir haben hier irgendwelche Zwerge, wir haben hier irgendwelche Pegasi, Drache, Pferd, ist wahrscheinlich ein Einhorn, wahrscheinlich, weil es ein Horn hat, ein einziges. Ja, jedenfalls Puzzlekarte. Die können wir jederzeit im Abenteuermenü nachschauen, sprich hier. Da gibt es die Weltkarte, die wir uns anschauen können. Das habe ich jetzt gemacht. Dann können wir hier auf die Puzzlekarte klicken, beziehungsweise wir können auch direkt auf die Puzzlekarte klicken. Graben, wenn wir wissen, wo der Gral vergraben ist. Der Gral ist das Einzige, was man ausgraben kann. Wenn wir genau wissen, wo er ist, dann können wir an diese Stelle reiten und ihn dort ausgraben. So. Szenario-Information ist, glaube ich, relativ selbstredend. Gegnerzug wiederholen habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Gegnerischen Zug neu spielen. Sonst was kann ich noch herzeigen? Dinge. Also das ist offensichtlich hier eine komplette Übersicht über alles, was wir besitzen. Und wie viel wir herstellen. Held aktivieren, deaktivieren, Zauberspruch. Klar. Ich glaube, die ganzen Sachen habe ich nie hergezeigt. Jetzt haben wir noch den hübschen hier. Jetzt ist es so, dass sich der Gral normalerweise, der Standort immer unterscheidet. Ich denke mal, für diese Mission wird er wahrscheinlich an einem festen Punkt sein. Das heißt, wenn ich vorher wüsste, wo er ist, könnte ich genau dahin reiten und ihn ausgraben. Das heißt, die Leute, die die Mission schon mal gespielt haben, werden wahrscheinlich einen Vorteil haben. Punkt ist, wir brauchen einen kompletten Zug. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht graben. Nach Artefakten zu graben dauert einen ganzen Tag, kommt morgen wieder. Das heißt, ich kann nicht einfach immer ein Stück weiter reiten. Zum Beispiel, okay, jetzt gehe ich 1, 2 dann nach links oder 1, 2 dann nach oben und ich fange an, da zu graben. Nein, es muss ein kompletter Tag sein. Also meine komplette Leiste, ich darf noch keinen einzigen Schritt gegangen sein. Das heißt, man kann nicht einfach rumprobieren oder sowas. Das wäre zu einfach. Jetzt habe ich das Gröbste erzählt, das Gröbste erklärt. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat diese
Mission keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche können wir die? Ja, ich greif mal an. Keine Möglichkeit, irgendwelche Boot herbeirufen. Ach, was will ich sagen? Ich fühle mich. Boot herbeirufen, das ist so nutzlos. Wir können keinerlei Einheitengeneratoren kaufen. Sprich, wir sind so ziemlich gefickt, was das angeht. Wir sind absolut abhängig davon, solche Gebäude zu holen. Zentaurenstelle, Zwergenhaus. Ja. Wird auf jeden Fall also sehr, sehr lustig. So, wie viel sind denn das? Das sind viele Zentauren, sind mindestens 20, sind auch mindestens 20. Ich gehe jetzt einfach mal. Ja, da seht ihr, da hatte ich schon mal gespeichert. Keine Mission 1, wir nennen es mal anders. Wir nennen es mal jetzt, wir machen das Ganze jetzt eine Ecke cooler und geben dem Ganzen erstmal keinen Caps Lock mehr. Es ist ein Secret Mission 1.1. Punkt geht leider nicht. So. Hinterhalt, Bogenschützen aus Evli öffnen das Feuer auf euch. Bin schön, wie mich erstens meine eigenen Leute killen wollen und zweitens, wie ich absolut keinerlei Chance habe, das ist auch nur ansatzweise zu gewinnen. Okay. Fakt ist. Completely. Fakt ist. Ja gut. Die werde ich auch nicht besiegen können, denke ich. Und naja, gehen wir einfach mal. Ja, gehen wir einfach unserer Wege. So. Lasst uns doch mal über den Heiligen Gral reden. Der Heilige Gral für dieses Spiel unterscheidet sich je nach Rasse. Von daher kann man da jetzt gar nicht so viel drüber reden. Und ich möchte jetzt nicht verraten, was der Gral jetzt unbedingt ist. Für die Rasse hier oder beziehungsweise allgemein. Wie gesagt, nachdem wir ihn gerade ausge... Was ist das denn? Hinterhalt! Okay. Das sollte ich schaffen können sogar. Hat er Zauberei? Fluch. Minimalen Schaden verursachen. Auf geht's. So, dann lassen wir erstmal die Gegner alle angreifen. Und dann gehen wir näher ran. Zum Beispiel, okay, der Gral, wenn wir den haben, können wir den in einer Stadt aufstellen. Die Stadt, in der wir es aufstellen können, kann absolut nur die Stadt mit, ups, scheiße. Oh lol, ne, es passt sogar. Kann absolut nur die Stadt mit unserem Kapitol sein, es geht keine andere Stadt. So, das ist jetzt irgendwie, ja, das ist irgendwie blöd. Das hab ich ein bisschen verkackt. Die Stadt, in der wir den Gral aufstellen, bekommt ein Zusatzgebäude. Dieses Gebäude unterscheidet sich je nachdem. Wappen der Tapferkeit. Schön. Unterscheidet sich je nachdem, welche Rasse wir haben, wie bereits gesagt. Und bringt auf jeden Fall täglich 5000 Gold dazu. Sprich, wir haben eine ziemlich starken, oh mein Gott, das sind einige Einheiten. Wir haben eine ziemlich starke zusätzliche Goldproduktion. 5000 täglich. Des Weiteren bringt sie der Heilige Gral, lass mich nicht lügen, 50% mehr Einheitenproduktion pro Woche und einen Zusatzeffekt, je nachdem welche Rasse man ist. War das jetzt clever? Das war nicht clever. Ja, whatever. Jetzt habe ich sogar einen scheiß Zwerg verloren. So, das ist der Heilige Gral für dieses Spiel. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr, was der Heilige Gral bei den Baumschmusern hier ist. Erinnere ich mich an hier. Viele Hellebardenträger. Das ist... Ja, okay. So, kann der die besiegen? Ich glaub's. Ehrlich gesagt nicht. Steinhart. Warte mal, was hat er für Zauber? Butter beirufen. Kann ich mal die Kampfzaubersprüche bitte sehen? Magischer Pfeil, Steinhart.
Weisheit, 20 Zauberpunkte. Eventuell kann er die besiegen. Wie viele Einheiten sind denn das? Das ist ja abartig. Aber ich kann es trotzdem gewinnen, eventuell. Wahrscheinlich nicht. So. Das Klügste, was ich machen könnte, wäre eigentlich... Doch, ich kann es gewinnen, ich kann es gewinnen. Pass auf. Jetzt kann ich nämlich nochmal zaubern. Das heißt, ich kann die alle ein bisschen anschwächen. Ich kann bis zu 8 Einheiten damit killen. Doch, das kann gut werden. Ja, wie gesagt. Zum Beispiel bei den... Oh mein Gott, das ist unverschämt. Bei den Zauberern ist der Heilige Gral ein Zeppelin. Bei... Warten wir? Ja, wir warten. Bei den Menschen ist es, glaube ich, eine Goldstatue und so weiter und so fort. Jetzt für... Gehen wir mal von einem mythologischen, historischen Standpunkt aus. Der Heilige Gral, seine Existenz ist nie bewiesen. Und als Heiliger Gral wird eigentlich... Holy, das kann ich jetzt sogar ziemlich gut gewinnen. Hätte ich nicht gedacht. Als Heiliger Gral wird allgemein der Kelch bezeichnet, aus dem... Jesus Christus, seinen letzten, beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, quasi nochmal genippt hat. Das ist der Heilige Gral in einem historischen Sinne. Ich glaube, es gibt mehrere Ansätze dazu. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Religionen, die den Heiligen Gral als irgendwas anderes ansehen. Oder andere Leute, ich weiß es nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, nur unsere Vorstellung vom Heiligen Gral. Und jetzt kommt das Witzige an der Sache. Also dieser Heilige Gral wurde niemals gefunden. Er wird irgendwo in Europa vermutet. Falls er noch existiert, falls er nicht kaputt gemacht wurde. Falls er... es ist eigentlich relativ schwachsinnig, weil die komplette Existenz ist einfach nicht mal ansatzweise bewiesen, bestätigt oder würde es Sinn machen? Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Oh shit, das war ein bisschen dumm. Oh shit, das war wirklich ein bisschen sehr dumm. Und jetzt gab es mal eine Folge Galileo Galilei über den Heiligen Gral. Das war nicht Galileo Galilei. Galileo Galilei. Galileo, natürlich, nicht Galileo Galilei. Ich meine, offensichtlich ist Galileo nach Galileo Galilei benannt, aber ich sollte aufhören, Galileo Galilei zu sagen. Jetzt gab es mal eine Folge Galileo Mystery, die sich beschäftigt hat mit der Suche nach dem Heiligen Gral. Diese Folge ging jetzt ungefähr 2 Stunden lang, mit 1 Stunde Werbeunterbrechungen. Der Baum will bestimmt 10 Edelsteine, der verkauft sich nicht umsonst. Einfach Wassermagie könnte sogar helfen. Schutz vor Feuermagie, Schwefel, kein Kampf. Besser mal. Keine Ahnung. Und wie gesagt, die Folge ging 2 Stunden lang. 1 Stunde Werbeunterbrechungen. Sagen wir mal 3 Stunden. Saß ich da, hab zugeschaut. What the fuck? Erazianische Armbrustschützen erfahren. What the fuck you? Zugeschaut, ja. Wo ist denn der Heilige Gral nun? Ayman Abdallah, verrate es mir. Man hat sich ungefähr nach 3 Stunden herausgestellt. Man kann es nicht wissen. Und das große Resultat war, man kann es nicht wissen. Also macht es auch gar keinen Sinn, da weiter nachzuforschen. Aber man kann es eingrenzen. Wahrscheinlich ist er irgendwo in Europa, eventuell Italien, vielleicht aber auch irgendwo in der Antarktis. Oder irgendwo sonst so auf dem Globus verteilt. Das war so ungefähr die große Quintessenz dieser Sendung. So richtig. Ah, das ist ja schön. Oh, danke Galileo Mystery. Dass ich jetzt weiß, dass der Heilige Gral vermutlich irgendwo in Europa ist. Vielleicht auch Israel. Man denkt Italien. Aber es könnte auch sonst so auf dem Globus sein. Du denkst einfach so, dein kompletter Tag wurde ruiniert dadurch. Und, oh mein Gott.
Zentaurhunde rekrutieren. Was gibt's hier Feines? Avalon nach Norden, Zwergenhügel nach Osten, Zwergenberg nach Westen. Wundervoll. Blenden. Oh mein Gott, mein Lieblingszauberspruch. Wollen wir den hinterhergehen? Ja, warum ich nicht? Let's do it. So. Sie hat nicht so viel Zauberpunkte, aber wir kommen ja bald an den Dings ran. An den Wunschbrunnen hier. So einen kleinen, süßen Brunnen. So. Okay, lass mich ihn angreifen. Ja, das hat mein Leben auf jeden Fall sehr bereichert. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Das war... Wow! Danke, Galileo Mystery. Vielen herzlichen Dank. Für nichts. Gott, sind die Silber-Pegasi schwach. Die Pegasi sind ja keine Silber-Pegasi. Okay. Jetzt muss ich euch... Warte mal, wir gehen, glaube ich, auf der rechten Seite weiter. Ja. Gehen auf der rechten Seite weiter. Was mache ich hier eigentlich gerade? Meine Idee war, die beiden... Was mache ich hier eigentlich gerade? Es würde doch mehr Sinn machen, die... Warte mal. Also ich habe zwei Richtungen, in die ich gehen kann. Offensichtlich kann ich hier nicht durch die Bäume gehen, weil... Ich meine, wir sind fucking Baumschmoser. Wir leben in den Bäumen, aber wir können nicht da durchgehen, um an diese Obelisken ranzukommen. Die Zentaurenführer hätte ich vielleicht sogar besiegen können. Pass mal auf, der hier. Welcher ist denn der bessere Held? Der hier ist der bessere Held. Dann gebe ich dem jetzt. Warte mal. Kämpfe ich jetzt mit denen? Gib dem anderen. Oh doch, ich habe, glaube ich, langsam eine grobe Idee. Okay, ich weiß, was ich mache. Heilung, Fluch, okay. Das bringt nichts. Ich versuche mal, das jetzt... Ich habe jetzt letztes Mal ein anderes Aufnahmeprogramm benutzt und dabei ist mir die Aufnahme verreckt. Aber vielleicht auch einfach, weil sie zu lange war. Darum versuche ich es diesmal ein bisschen kürzer zu machen. Ich benutze das Programm, das ich damals benutzt habe, um überhaupt die erste Heroes of Might and Magic Folge aufzunehmen und die 20, die dann noch danach kamen. Von daher ist das Ganze jetzt wie in alten Zeiten, liebe Kinder, wie in alten Zeiten. So, warte mal, der könnte mal dahin gehen und holt sich noch blenden. Und dann tauschen die sich Einheiten aus. Das heißt, er kriegt noch die. So, das macht ihn einiges stärker. Mit ihm gehen wir jetzt hier weiter. Schauen mal, was man so kriegen kann. Und dann benutze ich ihn hier, um diese ganzen Dinger hier abzugehen. Immer die Einheitengebäude, die wir brauchen. Ja. Dann gehe ich mit ihm tatsächlich wieder nach Westen. Tag 6. Okay. Ja, weil der erste jetzt... ich weiß nicht mal, ob das Sinn macht, was ich gerade mache. Oder ob ich ihn... Warte mal, ich kann es auch anders machen. Weil der hier hat kein... Nee, ich schicke ihn auch erstmal in die Stadt hier. Damit er die Magie halt... ihr wisst schon, was ich meine. Die Sachen halt holen kann. So, einfach Intelligenz. Einfach Intelligenz. Ja, einfach Intelligenz wird dir helfen. 10 Edelsteine. Ja, was soll's. Meisterhaft Führung. Schön viel Moral für die Gute. Steinhaut, das wird helfen. Da waren die... Da war der Hinterhalt. Das wird nicht schön. So. Ah, warte. Gehen wir noch hier hin. Segen. Ja, mit ihm werde ich aber nichts anstellen eigentlich. Er ist nur so ein Beifügsel, um ehrlich zu sein. Oh, warte mal. Dann nehme ich mit ihm noch die Zaubersprüche. Mit ihm werde ich sie gebrauchen können. Dann... Kapitol kann ich mir kaufen, wie schön! Dafür brauche ich nur ein Schloss, das ich mir nicht holen kann. Dankeschön für nichts. Kristall plus 1. Nicht, dass ich es gebrauchen könnte, aber mein Gut. Mein Gott, mein Gut. Speer berichten, dass eure Schwester im Norden mit einer großen Armee Kriegseinhörner aus Evli eingetroffen ist. Im Gegensatz zu euch glaubt sie, dass die umstrittenen Länder zu Evli gehören und eine Unabhängigkeitserklärung Verrat ist. Eure Stimmung sinkt.
da ihr nicht gegen sie kämpfen wolltet. Okay, an dieser Stelle, das soll ich mal sagen, das ist der perfekte Schnitt für mich, werde ich schneiden. Eventuell werde ich alles zu einer großen Episode zusammenschneiden. Hoffentlich funktioniert es so, ohne dass es dann irgendwie einen komischen Delay gibt, was ich früher hatte. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz schneide ich erstmal an dieser Stelle, aber vielleicht geht das Ganze dann ganz flüssig, ohne Unterbrechungen, ganz bestimmt gleich, sofort, in dieser Sekunde weiter. Es hat funktioniert! Ich konnte ein Video aufnehmen. Und es sollte wirklich funktionieren und halbwegs anständige Qualität haben. Hohoho. Hinterhalt! Bogenschützen aus Effli... Okay, hatten wir schon mal. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, ob's... Ja, vielleicht hätte ich Blenden zaubern sollen. Naja, whatever. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, ob meine... euch das Video als komplettes hochladen kann oder ob ich das weiterhin getrennt machen muss. Ansonsten gibt es einen riesigen Delay. Aber wir werden es sicherlich gemeinsam herausfinden. Wer freut sich eigentlich wieder darüber, dass ich jetzt hier diese ewig stinkend langen Minikämpfe machen muss, die absolut keinerlei Action bieten? Wer freut sich eigentlich darüber? Ich freue mich. Wisst ihr? Die sind einfach Action geladen. Die sind einfach durch und durch Action geladen. Das ist immer wieder schön, von Anfang an anfangen zu müssen. Diesen übertrieben langen Missionen. Und wieder bei Null starten zu müssen, das ist einfach immer eine Freude. Von daher kann ich auch verstehen, dass es für den einen oder anderen einfach diesen gewissen Sex-Appeal verliert. Dieses Let's Play. Oh, Spionagelinse. Plus 1 Sperrradius, wie schön. Wollte er angreifen? Lass mal sein. Zentauren beitreten, jetzt... Doch, da war ich... Ja, da war ich schon. Aber den gewissen Sexappeal verliert, wenn man... Wenn ihr das gleiche immer und immer wieder seht, und es fängt immer wieder bei Null an. Es ist halt immer ein langsamer Start und es ist das Schlimme an... wobei, ich würde nicht mal sagen, es ist das Schlimme an... Spielen dieser Art, weil es gibt andere Spiele, die machen das wesentlich besser. Nehmen wir zum Beispiel mal Command & Conquer. Die... Es fängt zwar jede Mission immer ein bisschen natürlich weiter hinten an, als man zuvor war, aber alles in allem haben Command & Conquer Spiele trotzdem immer so ein etwas... Und ich tausche die beiden mal aus. Und holen wir jetzt mal hier die Magiergilde 2. So... Sehr schön Eisstrahl. Ein bisschen mehr starker Angriffszauber. Weil jetzt hat er volle Zauberpunkte. Jetzt lasse ich ihn. Er hat volle Zauberpunkte. Das heißt, ich kann eigentlich mit ihm weitergehen. Sehr schön. So, dann werde ich mit ihm mir gleich weitere Einheiten holen. Ja, von daher, ich kann es verstehen. Mehrere Elfen, die von eurer Mission die umstrittenen Länder in einen separaten Staat zu vereinigen gehört haben, schließen sich eurer Truppe an. 4 Großelfen. Wahnsinn! 4 verfickte Großelfen. Das Vernünftigste, was ich hier mache. Pass mal auf. Keine Zauber. Ich wollte jetzt was total Cooles zeigen. Okay, whatever. Ja, es ist ärgerlich. Ich wollte den jetzt eigentlich blenden und all meine Anheiten so um den Kreis herum an ihn ranlaufen lassen. Und dann so gemeinsam angreifen. Aber das ist jetzt irgendwie nichts geworden. Das ist irgendwie. Ist ein bisschen traurig, so. Extra Moral. Auf geht's. Mehr Moral. Oh ja. Führung lohnt sich auf jeden Fall. Führung ist... Das, ernsthaft. Oh, das ist so unschön. Ja. Wie gesagt, wenn ich so ein Spiel anfasse, dann möchte ich eigentlich gleich Action vom ersten Moment an. Und es fängt halt einfach immer wieder langsam an und man muss sich immer wieder eine große Armee aufbauen. Und das ist natürlich auf Dauer einfach irgendwo unschön. Was hat das denn zu bieten, Hexenhütte? Das werden wir dann herausfinden. Einen mystischen Teich könnten wir uns noch holen, aber dafür haben wir jetzt die Edelsteine. Warte mal, den holen wir uns noch. Vergiss es. Nicht bevor ich einen Edelsteinteich habe. So, jetzt können wir nämlich mit dem hier... Warte mal...
Oh mein Gott, ich kriege hier richtig viele Einheiten. Dann gehe ich mit dem aber trotzdem nochmal raus und gehe dann die rechte Seite entlang. Kann mir hier nochmal Geld holen. Wenn ich die rechte Seite entlang gehe, könnte ich nämlich nochmal hier einmal Einheiten holen. Ja, es ist. Wir müssen. Oh mein Gott, ich sehe gerade hier. Das können wir uns dann auch noch mit ihm holen. Wir sehen schon, es ist einfach. Wir sind komplett von Einheitengeneratoren abhängig auf der Karte. Das ist interessant auf jeden Fall, das gefällt mir. Einfach Luftmagie ist okay. Was ist das denn? Puh. Puh, puh, puh. Das ist irgendwie unschön. Aber wir werden es. Wir werden Sieger sein. Wir haben es drauf. Wir gehen durch dick und dünn. Wir geben nie auf. Wir bleiben stark und bleiben Freunde. Bis ans Ende dieser Welt. Du, 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 du. Wer auch immer dieses Lied erkannt hat, der wird zum nächsten Präsidenten gekürt werden. Präsidenten der Vereinigten Staaten. So. Ich denke, dass ich den Kampf schaffen sollte. 5%. Geht's. Ja, man möchte Action. Man möchte einfach Action von Anfang an. Man möchte, dass die Fotzen klatschen, ne? Aber das gibt's bei mir einfach schlichtweg nicht. Warte mal. Ah, ich hab. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich wieder kein Blenden. Das ist so behindert. Das ist wie wenn ich. Wenn man in einen Film reingeht und man erwartet einfach nur stupide Action. Nehmen wir mal Transformers. Nehmen wir. Die ganzen. Nehmen wir einfach so ziemlich jeden einzelnen Superheldenfilm, den es gibt. Da erwartet man doch einfach Action vom ersten Moment an. Das erwarte ich mir ja eigentlich auch. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Wow, 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 wow. Greif meine Pegasi nicht an, du kleiner Hurensohn. Wer ist jetzt dran? Der ist dran. Wenn ich einen Film wie wow, 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 das ist ziemlich uncool. Einen Film wie die Avengers schaue oder so, ich erwarte keine großartige Unterhaltungskunst in dem Sinne, dass es Tiefgang hat oder sowas. Ich erwarte nicht eine ausgeklügelte Story oder sowas. Ich meine. Ich erwarte nur eine Story, die Sinn macht. Ich erwarte irgendwas Glaubwürdiges. Die Story muss in dem Sinne nicht gut sein, berauschend, fesselnd oder sonst was. Sie muss einfach nur in ihrem Universum Sinn machen. Und von daher mag ich eigentlich solche Superheldenfilme wie Avengers oder sowas. Auch wenn sie jetzt wirklich nicht. Für mich große Unterhaltung ist Quentin Tarantino. Der Typ ist genial, wenn es um Dialoge geht. Und. Das ist wirklich für mich höchste Unterhaltungskunst. Natürlich nicht jeder Film von ihm, aber die meisten doch. So. Wenn ich jetzt was sehe wie Transformers, wenn ich jetzt sowas sehe wie Avengers, dann erwarte ich einfach nur, dass mir das Gehirn mit Effekten rausgefickt wird. Dann erwarte ich nichts an Story oder an irgendwas, wo ich dann sage, wow, das hat mich jetzt aber gefesselt. Nein, sowas erwarte ich nicht. Kann ich die Greife noch besiegen? Was ich jetzt mal machen sollte, wäre am dümmsten magischer Brunnen. Wir müssen im Kopf behalten, dass ich nicht ewig Zeit habe für diese Mission. Warte mal. 45 Zauberpunkte. Ich sollte es in Anspruch nehmen. Zentauren, die bringen jetzt nichts. Dann gehen wir mal eben hier hin. Oh, hey! Oh, hey! Das hat sich. Wow, 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 wow. Das hat sich aber. Hallo, und wie sich das gelohnt hat. Viele Zentaurenführer. Ja, sollte ich besiegen können? Ja, kann ich auf jeden Fall besiegen. Und für mich zum Beispiel hatte. Wie heißt es? Avengers 2 hatte für mich eine wirklich schlechte Story. Beziehungsweise nicht schlecht, aber hat für mich persönlich einfach keinen Sinn gemacht. Weil ich möchte nicht spoilern für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, und da gibt es bestimmt den einen oder anderen. Aber sagen wir so, die Herangehensweise
des Bösewichts, um seinen Plan zu durchzubekommen, war der absolut größte Haufen Scheiße, den ich je gesehen habe. War ich jetzt da? Ah ja, ich war da. Gott sei Dank habe ich jetzt erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit verschwendet. Also das hat weniger als gar keinen Sinn gemacht. Was bringt der? Plus 1 Zauberkraft, schön. So, jetzt tauschen wir uns hier noch schnell aus. Warte mal, kann die alles nehmen? Ja, die kann alles nehmen. Schön, das macht die ganze Sache nämlich etwas... Oh, den nehmen wir noch mit. Jetzt ist sie nämlich um einiges stärker. Und er wird weiterhin hier rumeiern, um ehrlich zu sein. Nee, er eiert ihr mal hinterher, um ehrlich zu sein. Dann schauen wir mal weiter, was hat der hier noch? 4 Großelfen, auch schön. Die bekämpfen wir mal nicht. Dann machen wir mal hier. Was gibt's hier Feines? Einfach Bildung. Ja, warum nicht? Und das werde ich wahrscheinlich nicht besiegen können. Aber wir probieren es trotzdem. Hätte es speichern sollen, um ehrlich zu sein. Es war ein bisschen übermütig von mir. So, was wir jetzt machen, ist jetzt mal die hier blenden. Jetzt warten wir. Oh ja, das geht eigentlich. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich erwarte eigentlich, dass das eine relativ einfache Mission wird. Ohne dass hier jetzt noch großartig was passiert. Oh nice. Von daher... Es wird hier wahrscheinlich keine Action geben. Aber gut. So, fuck you. Die Zwerge, die kommen immer ums Verrecken nicht ran. Ich glaube, ich habe schon lange keinen Zwerg mehr angreifen lassen. Boah, der nimmt mir schon ein paar Einheiten, aber ich will auf jeden Fall das haben, was dahinter ist. So. Dahinter war nämlich eine Zauberquelle oder wie es heißt, für Pegasi. Ich würde gerne Pegasi rekrutieren. 5 Pegasi, nice. Speichern wir mal an dieser Stelle 1.2. Schauen mal, ein Rudel Pegasi. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber. Einfach Luftmagie, nehmen wir mal mit. Wir gehen dann mal mit. Warte mal. Nee, erstmal. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. So. Den Kampf sollte ich relativ einfach gestalten können, weil er Blenden hat. Und einfach mal Blenden auf verfickt noch eins alle zaubern kann. Aus irgendeinem Grund. Warte mal, habe ich mit ihm... Hä? Warte mal, was hat denn der bitteschön, dass ich das... What? Okay, warte mal, die beiden lasse ich jetzt nicht angreifen. Ich nehme jetzt meine Zeit und laufe nah an die ran. So, mit dem macht es jetzt auch noch keinen Sinn, nein. Okay, so müsste es gehen. Ja, das sieht gut aus. Warten. Dann greifen wir den Greifen an. So. Ja, einen kann ich mir mal zum Feind machen. Oh, das war gut. Oh fuck, die sind nicht mehr geblendet. Oh mein fucking Gott. Warte mal. Die Greifen machen mir auf jeden Fall am meisten Schaden. Schön. Will ich die... Na gut, die Bogenschützen dürften mir nicht die größte Gefahr werden, aber ich versuche sie trotzdem mal in den Nahkampf zu zwingen. Einfach nur, um mir ein bisschen Stärke zu nehmen. Ihnen ein bisschen Stärke zu nehmen. Aber keine Sorge, jetzt sind die Zwerge da. Jetzt wird gehämmert. Okay. So. Sind doch weniger Verluste gewesen, als ich gedacht habe. Schlichtweg aus dem Grund heraus, weil ich, wie heißt es, schieß mich tot. Weil der Blenden auf alle zaubern konnte, was mich jetzt immer noch sehr verwirrt.
Was hat der? Wahrscheinlich durch einfach Zauberei? Nee, 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 das kann nicht sein. Spezialität, Heilung. Zauberpunkt, Moral. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, woran das lag. Kann ich die jetzt noch besiegen? Dafür könnten mir die Mana-Punkte fehlen. Warte mal, was kann ich hier stattdessen? Versuche ich's? Warte. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Speichern jetzt mal. Also erstmal das hier. Uff. 18 Stück, die kommen nicht an mich ran. Magie habe ich. Ja, okay, das schaffen wir. Warum bewegen die sich so behindert? Willst du mich verarschen? Wow, Damage. Okay, pass auf, was wir jetzt machen, ist den ersten blenden. Weil der käme sonst an meine Fernkampfeinheit dran. Jetzt warten wir mit meinen anderen Einheiten. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich wollte die alle nur ein bisschen zur Seite ziehen. Ja, jetzt greifen die nämlich den an. Ah, das war überhaupt nicht meine Absicht. Whatever. Fuck you. Die neuen Tauren, die lohnen sich gar nicht. Ah, die Moral. Die Moral macht mich ein bisschen heiß. Da weißt du einfach. Der Junge hat Moral. Offensichtlich. Fuck you. Fuck you, du dummes. What the shit? Was ist los mit diesen dummen Pferden? Und wieder kommt keiner der Zwerge zum Zug. Diese armen, armen Zwerge. Tut mir fast ein bisschen leid. Oh, da habe ich meine Edelsteinmine. Das, was ich nicht haben wollte. Das dürfte nur Moral geben. Moral oder Glück, eins von beiden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann ich die Greifen hier besiegen? Nehmen wir an, es sind 30 Greifen. Dann wird es tatsächlich sehr un... Ja, lass ich. Ich lasse es. Ich schaue hier erstmal weiter, was es noch so gibt. Ein Weg Monolith Ausgang. Das heißt, da komme ich nirgends hin und ich nehme fast an. Ein Weg Monolith Eingang. Dann werde ich wahrscheinlich da. Ja, okay. Das macht Sinn. Hier sind zweimal ein Weg Monolithen. Das heißt, es ist eine Abkürzung. Jetzt muss ich nur noch die Zelte finden. Angriff? Okay. Da will ich nicht hin. Was gibt's hier oben noch so Feines? Da haben wir den anderen Eingang. Also Ausgang, die Karte ist relativ symmetrisch. Bin mal gespannt, ob die Karte irgendein Gesicht ergibt oder so am Ende. Ob da irgendwas Cooles dabei rauskommt. Mehr Gold, dass ich. Hinterhalt! Die razianische Einheiten greifen eure Soldaten an. What the fuck? Solche Arschlöcher. So, blenden. Ja. Das ist das Vernünftigste, was ich tun kann. Jetzt warte ich einfach. Oh, da sind sogar Kreuzritter dabei. Nicht Kreuzritter, aber. Wie heißt's? Schwertkämpfer. Kreuzritter, liebe Kinder, das sind die, die nach Jerusalem unterwegs waren. Weißt du was? Mal so. Ja, ein paar Zentauren werde ich verlieren. Das ist aber nicht so wild. Boah, ich muss echt aufpassen, wenn es da noch mehr solcher Einheiten gibt oder mehr solcher Überfälle, besser gesagt. Das wäre irgendwie relativ ärgerlich. Ich verliere jetzt schon einige Einheiten dadurch. Ja, jetzt kommen die Schwertkämpfer zum Zug. Die sollte ich eigentlich, ja, die sollte ich schwächen, so gut ich es kann. Die werden nämlich nochmal Probleme machen. Ja, ich muss echt übertrieben aufpassen. Oh ja. So. Nahkampf, Nahkampf. Das ist erledigt. Warte mal, habe ich auf den? Ja, auf den habe ich auch. Der ist mir lieber, wenn er down geht. Auf meine Zentauren anzugreifen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen würde.
Hör auf, meine Zitat. What the fuck? Warum haben die gute Moral? Die werden hier gerade hingerichtet. Rito, please. So. Okay, es sind zwar immer noch mehr Verluste, als mir lieb gewesen wären, aber was will man machen, ne? Das bringt ja alles nichts. Der Zwerg hier oben. Oh mein Gott, meine Zwerge haben endlich mal einen Einsatz. Die Zwerge. Ich habe euch gesagt, vertraut auf die Zwerge. So, und noch den. Ja, sieht doch ganz gut aus. 18,44. Dafür haben die insgesamt 20 plus 10 plus 10 plus 70 Einheiten verloren. Na, holla, die Waldfee verbessert Luftmagie. 1000 Gold dafür bekommen. Das war es nicht wert eigentlich. So. Schwertkämpfer. Ich merke gerade, die Dendroiden kann ich nicht mal mitnehmen. Boah. Schrudelschwertkämpfer. Obelisk. Da will ich ja im Endeffekt hin. Gehen wir hier mal weiter. Gold. Brunnen. Dagegen kann ich nicht bekämpfen. Wunderrüstung. Das ist auf jeden Fall hübsch. Handelsposten. Brauche ich nicht. Okay, gehen wir mal weiter mit ihm. Okay, Holzkarren, unendlicher. Eichenbäume. Okay, okay. Oh, schön. Das können wir mal besuchen. So, kämpfe ich mit ihr jetzt noch gegen die... Ja, auf geht's. Ja, locker. Das ist ja kein Problem. Das Schöne an denen ist jetzt einfach, dass sie so ein relativ träge sind. Das heißt, ich kann jetzt erstmal... meine Fernkampfeinheit ein bisschen Schaden machen lassen. Ist zwar nicht die Welt, aber ey. Ihr seht, sind zwei gestorben. Warte mal, was haben die für eine Fähigkeit? Weil da unten steht immer die ganze Zeit was ich jetzt gar nicht bemerkt habe. Warte mal, unten steht... Ach, die haben Abwehrhaltung? Okay. Ein Schwert? Was? Minus 1 Schwert? Macht ja nicht mal Sinn. Ich bräuchte irgendwas, mit dem ich meine Einheiten aufstufen kann, um ehrlich zu sein. Weil so ist es einfach unschön. Oh mein Gott, ich überlege gerade, was kann ich noch machen? Stirb. So, was kriege ich dafür eigentlich jetzt genau? Warum habe ich das gemacht? Ah ja, der hier. Der hübsche hier. So, demnächst fängt die neue Woche an. Das heißt, ich werde, glaube ich, ihn zurückziehen. Dass der die ganzen Einheiten einsammelt. Genau. Und ihn wahrscheinlich dann auch. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Das klingt eigentlich wirklich ganz gut. Quelle des Glücks brauche ich nicht. Okay. Auf geht's. Verteidigung plus 1, das nehme ich gerne. Dendroidenhain, da müsste ich gegen die Wachen kämpfen, dann kriege ich Dendroiden dafür. Und die könnte ich sogar gebrauchen. Oh shit, 9? Oh mei, oh mei, oh mei. Das Dümmste, was ich auf die machen könnte, wäre Verlangsamung. Warte mal. Kommt mal näher, meine Guten. Wie lang? Okay, die laufen schon extrem langsam. Ich bringe jetzt meine Zwergen vielleicht ein bisschen in Position. Die gehen ja gleich auf meine Fernkämpfer. Oh, die halten was aus. Die halten was aus. Das ist dreckig. Das ist dreckig, Leute. Okay. Jetzt. Magischer Pfeil, 40 Schaden. 15. Probieren wir es mal, wie viel Schaden es macht. Das lohnt sich nicht wirklich. Ich hätte ihn noch weiter ranlaufen lassen sollen. So, egal. So, was wir so machen könnten, wäre hier nochmal den vollen Schaden auskosten. Die beiden können nochmal warten, weil der kommt noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt Nahkampf über. Ja, das geht eigentlich. Boah, ja, die Zwerge hauen rein.
Zwerge sind das einzig Wahre. Shit, ich habe sogar einen Pegasus dadurch verloren. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe einfach mal, dass es die Dendroiden wert sein wird. Wahrscheinlich nicht. Nice. So. Dendroidenwachen. 3 Stück. Warte mal, jetzt muss ich. Ja. Dann lass mal die mal. Ja. Ihr seid jetzt auf euch gestellt, meine lieben Zentauren. Oh. 20 Waldelfen schließe ich an. Klar, kein Thema. Auf geht's. So, was gibt's hier Feines? Wir wissen immer noch. Nee, oder? Ich glaube nicht, dass ich die Gegend schon erkundet habe. Ich denke mal, die wird am Ende der Karte sein, ganz ehrlich. So. Dann kann ich. Warte mal, ihn kann ich dann gleich zurückschicken. Und ihn eigentlich auch. Und dann ziehe ich all meine Einheiten auf meine Gute da zusammen. Kaninchenbevölkerung. Kaninchenbevölkerung explodiert. So, was macht man jetzt? Will ich gegen die kämpfen oder will ich mich da noch erst ein bisschen fortschreiten? Ich glaube, ich möchte... Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist erst die dritte Woche. Das heißt, ich habe erst 2 komplette Wochen gespielt. Das denke ich, dürfte genug Zeit haben, jetzt erstmal Einheiten zusammenzuziehen. Dann machen wir das jetzt nämlich noch in aller Ruhe. So sehr mir die Möglichkeit dazu gegeben ist. Okay. Man wird sie sich um das meiste einfach nur noch kümmern. Sollte auch das Spiel in etwas schneller voranbringen. Das dauert noch. Ups, weiter, lieber Reiter. Weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Und das Kind zum Himmel ruft. Nein, keine Ahnung. Und das Kind zum Vater spricht. Hörst du denn den Donner nicht? Es ist der Vater aller Winde. Er will mich zu seinem Kinde. Komm her zu mir. Du gehörst zu mir. Okay, irgendwie so war das. Oh, hier, ich merke gerade, es ist eine verfickte Hügelfestung. Oh mein Gott, wie gut. Was gibt's hier? Kann ich nicht. 15 Pegasi schießen ich mir an. Klar. Cooler Scheißdreck. So, jetzt kann ich mit dem. Jetzt gehe ich mal mit dem rechts rum. Oh, nice. Verbessert Bildung. Das kann mir sogar helfen, weil dann kann ich ihr nämlich was beibringen. Dann gehe ich nämlich jetzt mit ihm zu ihr. Und mit dem machen wir die gleiche Richtung andersrum. Und dann sieht die Sache eigentlich schon gar nicht so scheiße aus. Sieht gar nicht mal so beschissen aus, Leute. Oh ja. Oh ja, dafür hat sich das ganze Geld gelohnt jetzt. Oh mein fucking Gott, ja. So, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Sieht schon mal nicht schlecht. Wow, 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 wow. Einige Kavalleristen. Die könnten nochmal problematisch werden. Warte mal. Wow, 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 ein Rudel Kriegseinhörner. Warte mal, da muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich hin. Also da sind noch 2 Dinger. Dann muss ich wahrscheinlich noch hier hin. Oh, Königsgreif. Okay, ich muss jetzt mal kurz überlegen, was ich mache am dümmsten. Also mit ihm gehe ich. Warte mal, mit ihm hole ich hier noch Dings ab. Weil das habe ich jetzt komplett vergessen, die nochmal einzusammeln. So, Luftmagie meinetwegen. Dann gehe ich mit ihm ihr dann auch noch entgegen. Ich hätte auch rechts rumgehen sollen. Oh mein Gott, kämpfe ich das jetzt? Auf geht's. Also sind gar nicht so viele. Aber die können trotzdem reinhauen. Aber die sollten eigentlich kein Problem darstellen, denke ich. Ja, ich mache dann ziemlich viel Schaden. Keine Sorge, die Dendroiden werden irgendwann angreifen. Oh, die Dendroiden machen ihren Auftritt. Die haben ihren Auftritt. Sehr gut. Komm, und jetzt die Zentauren.
Oh, ich dachte echt, die Zentauren können ihn besiegen. Oh. Nicht die Zentauren! God fucking damn it, du Stück Scheiße. Okay, ja, die Zentauren waren sowieso relativ nutzlos, meist auf der Intelligenz. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, wow, 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 eine Gruppe Einhörner nähert sich und will sich euren Unabhängigkeitskampf anschließen. Sie zeigen euch eine Wunderrüstung. 15 Einhörner. What? Okay. Jetzt wurde mir das Spiel, glaube ich, gerade geschenkt. Weil jetzt könnte ich wahrscheinlich auch die Kriegseinhörner da oben besiegen. Was haben wir hier noch? Ach, ein Drachenfelsen! Ja klar, kein Problem. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, ich schneide wieder für mich persönlich. Und dann mit einem fließenden Übergang geht es weiter. Nicht, wenn 8 schwule Männer hintereinander sind und miteinander Sex haben. Wie lange würde es dauern, bei ungeschütztem Sex, bis der HIV-Virus vom letzten bis zum ersten angekommen ist? Ne? Denk mal drüber nach. Aber das sollte die letzte Aufnahmestation für mich sein. Oder letzte... Ja, das letzte Stückchen, was ich noch aufzunehmen habe, quasi. Erfahrungen. Ich denke mal, die Karte sieht so aus, als wäre sie größtenteils fertig. Es sieht zumindest aus, als gäbe es hier wahrscheinlich gar nicht so viel. Also als ob die komplette Karte nicht ausgenutzt worden wäre. Ich versuche mir wahrscheinlich einfach nur was einzureden, was nicht die Realität ist. Okay. Boah, ich merke gerade, ich könnte fast nochmal losgehen und hier Einheiten zusammensammeln. Aber ich denke, sie wird nicht mehr brauchen als das, was sie jetzt hat. So, die dürften wir besiegen können. Das dürften wahrscheinlich aber mehr sein als... Ja, beim letzten Mal. So. Habe ich irgendeinen coolen Zauberspruch? Nee. Oh, ernsthaft. Bitte geht nicht auf meine... Die ignorieren wir einfach erstmal komplett. Das ist ein bisschen unverschämt. Das ist echt ein bisschen unverschämt. Gleich auf meine Ver... Oh. Oh, so ein Rotz. So, das weiß ich wirklich überhaupt nicht zu schätzen, was sie da gerade getan haben. Ja, mein Speicher schon einmal haben sollen. Oh, zum Glück hauen die Einhörner rein wie sonst was. Blendet, finde ich gut. Finde ich gut. Oh Gott, jetzt könnte ich gerne noch mal greifen. Oh, scheiße. Machen wir mal das, vielleicht kriege ich einen tot. Ja, ich krieg zwei tot. Wow, 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 wow. Jetzt werden wir aber heftig hier. Komm, Einhörner. Fuck you. Ah, nein. 9 Elfen verloren. Drachenfelsen, auf geht's, pass auf. Wenige grüne Drachen bewachen sie. Möchtet ihr gegen die Wachen kämpfen? Kein Problem, gönnen wir uns. Wie viel sind's? Oh shit! Warte mal, wie viel Geschwindigkeit haben die? Meine haben 13, die haben 11, die kommen nicht an mich ran. wisst ihr noch, als ich gesagt habe, die kommen nicht an mich ran vor ungefähr 10 Sekunden? Ah, okay, halb so wild. Ja, gut. Einfach Offensive. Würde ich gerne gerade. Wow, 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 grüner Drache. Oh, morgen kann ich mir noch einen holen. Geil. Okay, Luftmagie habe ich schon. Die Hexe! Bring mir die gleiche Scheiße bei wie die Hexe. Willst du mich verarschen? So. Okay, es wird mehr als 5 Obelisken geben. Weil die Karte ist noch nicht ansatzweise frei. Warte mal. Warte mal. Da war ich jetzt. War ich da jetzt schon? Ja, fuck! Okay, ich komme noch dahin, rechtzeitig. Dann kann ich nämlich morgen gleich die nächsten holen. Und dann gehe ich mit ihm einfach. Ja. Ja, ja, okay. Ich gebe unserer jungen hübschen Dame jetzt noch die ganzen Einheiten, die sie gebrauchen kann. Und dann wird aufgeräumt. Von rechts nach links, denke ich. So, genau. Gehe ich jetzt erstmal nach rechts wieder.
So, holt er noch ein paar Dendroiden, holt nochmal Pegasi. Ja, das sollte wirklich mehr als reichen. Gehen wir mit ihm jetzt direkt dahin. Jetzt gehen wir mit ihm. Ja, das braucht er eigentlich gar nicht, vergiss es. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt erstmal mit ihm hier hin. Ich habe ja kaum Einheiten mit ihm geholt, aber alles, jedes kleine bisschen hilft. Von daher, dann gehen wir jetzt mit ihr nochmal hier hin. Holen uns noch. Wow, 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 die hat coole Einheiten. So, können wir nicht machen, passt. Jetzt kann ich noch mit ihm hier hin. Oh, fucking ja. Oh. Dafür lohnt sich die Bildung. Jetzt kann ich nämlich ihr diese ganzen Zaubersprüche beibringen. Jetzt kann ich ihr nämlich noch den ganzen Shit geben. Jetzt kann sie noch die ganzen Einheiten bekommen. Oh, das sieht ziemlich gut aus eigentlich. Das sieht doch eigentlich wirklich gar nicht allzu beschissen aus. Oh ja. Entschuldigung. Machen wir das noch. Und warte mal, jetzt mit ihm sie anreiten. Anreiten. Okay. Okay. Sieht gut aus. Dann werde ich mit ihm jetzt mal. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die beiden lasse ich jetzt wirklich absolut nur noch so, dass sie die wichtigen Einheitengebäude ablaufen. Sprich die Stufe 4 und höher. Jetzt gehen wir mal dahin. Auf geht's. Ja, brauche ich nicht angreifen. Ja, das hätte ich überhaupt nicht machen müssen. Irgendwie bescheuert. So. Greif mal nicht an. Greif mal nicht an. Warte mal, braucht die gerade Magiepunkte? Die braucht dringend Magiepunkte. Können wir uns noch eine Wunderrüstung holen, weil eine nicht genug ist? Und dann könnte ich eigentlich mit dem sogar, warte mal, grünes Häuschen, dann könnte ich mit dem den Umhang da unten holen. Ja, dann kann er aber noch die anderen Einheiten holen. Doch, doch, das mache ich. Und der Dicke hier, der kann eigentlich wirklich hier bei dem Drachen warten. Okay, das Dickerchen da. Das sind Zeloten, ich meine Mönche. Oh, hier, ein Einhorn. Lohnt sich jetzt für mich nicht in dem Sinne. Weil ich die Einhörner nicht in meiner Armee aufnehmen kann. Aber. Ah, whatever. Okay. Aber ich könnte eigentlich. Kann ich einen Einhörner rekrutieren? Nee. Dann kann ich eigentlich doch, warte mal, ich kann mal ein kleines Tickerchen dahin schicken, dass er die gerade mal mitnimmt. So, der kann sich noch ein paar Einheiten holen, wo es geht. Vielleicht werde ich sie noch brauchen. Ich sollte es nicht riskieren. Okay. Oh, ich merke gerade, ich habe überhaupt kein Quecksilber. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. So, wollte ich verfolgen und angreifen? Nee. Dendroiden machen, klar. Immer gegen Dendroiden-Wachen kämpfen. Ich hasse Dendroiden-Wachen. Ja doch. Pass mal auf, weil der Drache, der macht das jetzt so. Pass mal auf. Der Drache ist einfach chilled as fuck. So geil. So geht das. So, was kriege ich denn da für Feines? Drachenschild. Plus 3 Angriff und Verteidigung. Klingt gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier noch? Plus 1 Angriff. Was haben wir hier noch? 6 Schwefel gönne ich mir. Plus 1 Wissen. Obelisk-Oberfläche angammeln, alles gut. Wünscht ihr das passieren? Ja. Ersten echten Anführer, endloser Kristallmantel. Ja gut, brauche ich aber nicht unbedingt. Aber das, sie könnte ihn holen, weil sie Führung hat. Sie ist ein echter Anführer. Aber alle anderen können es nicht. Einhörner rekrutieren, dann warte ich mit ihm mal hier. Schauen wir mal, was es hier Feines gibt.
Okay, ich weiß zwar immer noch nicht, wo es. Moment, Moment, oder? Ja, das wird hier oben sein. Das ist die gleiche. Ja, doch, doch. So. Dann hole ich mit ihm mal noch ein paar Einheiten, die ich holen kann. Okay, da komme ich nicht mehr hin. Dann gehen wir gleich weiter. Wollen Sie nicht mehr? Mit ihm kann ich warten. Bevölkerung aller Behausungen nimmt zu. Und da sehen wir kriegen schon wieder ein paar Einheiten für sie zusammen. Er kriegt jetzt nochmal, nämlich zwei Einhörner. Er kann jetzt den Drachen hier holen. Und hier erstmal voll im Weg stehen, meiner jungen, hübschen Dame. Und dann geht es immer so weiter. Kann ich nämlich mit ihm hier noch die Pegasi holen. Die Dendroiden. Er holt den Drachen. Sie machen ihre Einheiten hier ein bisschen aufrüsten. Ja, die Mission müsste eigentlich wirklich in trockenen Tüchern sein. Ja, die wollen schon gar nicht mehr gegen mich kämpfen. Stiefel der Geschwindigkeit. Damit ist alles geregelt. Hier war sie noch nicht. 15 Pegasi. Sind wahrscheinlich nützlicher als die Zentauren. So ärgerlich. Ach, was weiß. Ja, komm, auf geht's. Dann gehe ich jetzt noch mal ganz schnell dahin. Oh, das ist echt behindert wegen. Ja, okay. Scheiße. Mir werden sich wahrscheinlich noch mehr Einheiten anschließen. Die. Ja, ich glaube, da hinten. Ja, das ist. Na, jetzt habe ich einen freien Platz. Warte mal, das ist gar nicht so wild. Das ist echt gar nicht so wild. Es geht sogar. Dann lasse ich mir wahrscheinlich jetzt einfach immer einen freien Platz über. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Irgendwas werde ich tun. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber irgendwas werde ich tun. So, dann gehen wir jetzt erst unten lang. Gehen wir erstmal da lang, weil da weiß ich, dass ich noch Einheiten bekommen werde. Gehen wir hier hinterher. Okay, die kann ich ja gleich geben. Ja, oh ja. Oh, fucking ja. Und dann haben wir schon bald wieder Drachen. Digga, sie wollen wahrscheinlich nicht kämpfen. Hinterhalt! Ja, komm. Diesmal. Komm. Das ist ein Hinterhalt. Das nennt ihr einen Hinterhalt. Das nennt ihr einen Hinterhalt. Ihr kleinen, dreckigen, hässlichen Schwanzlutscher. Ja, okay, das war nicht so beeindruckend, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, Hinterhalt am Arsch. Hinterhalt am verfickten Arsch. Okay, ich habe ein Dings verloren. Das war ein Hinterhalt. Ja, es war mehr Verlust, als ich haben wollte. Ich habe ja gut, die Pegasi sind nicht so interessant. Die haben ziemliche Hängetitten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Pegasi haben übertriebene Hängetitten. Also das Pferd, natürlich. Natürlich hat das Pferd Hängetitten. Die wollen nicht. Quecksilber, damit habe ich das auch. Dann gehen wir jetzt nochmal hinterher. Dann kann der hier mal abchillen bei den Drachen. Ja gut, ich denke, ich dürfte jetzt wirklich genug Einheiten haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendwas Starkes entgegenkommt. Ich werde diese Worte bereuen. Quelle der Jugend brauche ich nicht. Schwarzmarkt, was gibt's hier Feines? Oh ja. Oh. Wow. Wow. Die ganze Scheiße brauche ich überhaupt nicht. Oh mein Gott, ich brauche nichts von diesen Items. Erstmal alles gekauft. Nice. Oh, heiß, das ist echt heiß. Warte mal, ich habe sogar ein paar von den Artefakten. Ich habe fast ein komplettes Ding voll. Warte mal, das kann man auf jeden Fall weglegen. Kleine Todeshülle. Alle Zaubersprüche werden. Ja. Ach, das ist ein Ring. Ja, okay, passt so.
20 Waldelfen schließen sich mir an. Sehr schön. Okay, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber warum nicht, ne? Dann habe ich wenigstens alles auf der Karte wunderschön türkis. Einfach Logistik, sehr schön. Nein. Alles richtig schön türkis auf der Karte, wie sich's gehört. Alles meins. Was haben wir hier noch? Ja, ist auf jeden Fall da oben. Ja, ich meine, sonst bleibt mir fast kein Ort mehr übrig. Ich denke, es dürfte nur noch einer fehlen. Ein Dings. Keine Ahnung. So, der kann da warten. Oh, der ist richtig. Warte, was mal. Ich will nur, dass mir hier alles gehört. Alles schön türkis auf der Karte. Ich wette, ich schaffe die zeitliche Begrenzung nicht mehr, weil ich rumeiere wie ein Vollidiot. Aber egal. So, warte mal. Ich tausche jetzt einfach mal hier gnadenlos so aus. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich bereuen werde, aber egal. Genau, dann kann ich mit dem nämlich noch einfach mal so machen. Oder ich gehe, ja, ich kann mit ihm noch versuchen, eine letzte Runde zu drehen, bevor sie mit allem fertig ist. Ja, ich kann es echt mal probieren, oder? Weil sie wird da oben nicht allzu lange brauchen. Will hier gegen die Kremlins kämpfen? What? What? Oh mein Gott, ihr verfickten Gremlins. Was macht ihr denn da? Magischer Pfeil? Macht 10 mehr Schaden. Ja Gott. Nimmt sich beides überhaupt nichts. Wow. Nice, Gremlins. Richtig gut. Auf geht's. So. Jetzt haben wir noch das blaue Zelt offen. Das braucht man nicht. Wie weit die jetzt laufen kann, das ist richtig geil. Mit Logistik und allem. Oh mein Gott, das macht mich gerade ein bisschen heiß. Die gute Legolas hier oben, die macht mich schon ein bisschen heiß. So. Ist es der letzte? Sollte doch, oder? Ja. Okay, das... Irgendwo in der Mitte von nirgendwo. Möchte dir gegen die 12. Das müsste eine... unendliche Quecksilberfiole sein. Wenn ich mich täusche. Wait. What? Die überleben das? What? Wir halten was aus, die Jungs. Wir halten wirklich was aus. Oh, sehr schön. Das eine Mal, wenn ich Moral brauche, kriege ich auch meine Moral. Hat sich doch gelohnt. Blut des Lebens. Nee. Oh, Entschuldigung, das ist was ganz anderes. Das ist alle Gesundheit plus 2. Das könnte ich tatsächlich gebrauchen. Warte mal, Abzeichen der Courage brauche ich nämlich gar nicht. Weil ich sowieso meisterhaft Führung habe und es gibt mir plus 3. Plus 1 Zauberkraft, plus 1 Zauberkraft. Oh, die hat richtig wenig Zauberkraft, merke ich gerade erst. Ja, ist ja ziemlich erbärmlich. Okay. Waldelfen rekrutieren. Zentauren rekrutieren. Jetzt gehen wir da nochmal rein und schauen uns, was wir da für schöne Artefakte bekommen können. Einhörner rekrutieren. So. Dann. Auf geht's. Ja, doch, auf geht's. Ja, wir müssen die Mission gleich geschafft haben. Wir. Ihr habt daran Anteil gehabt. Ich bin stolz auf euch. Armer des Legionärs ist absolutes Bullshit-Item. Wenn dieser Gegenstand bei einem Held in der Stadt aktiv ist, erhöht er die Zunahme eurer Einheiten der 5. Stufe um 2 pro Woche. Okay, es ist nicht so viel Bullshit. Aber es ist nicht so geil. So. Jetzt gehen wir mit dem zurück. Ach. Ja, ich weiß nicht. Ich mag's nicht, ne? Aber es das heißt jetzt nicht, dass es... Doch, es ist schon ziemlicher Bullshit. Irgendwie, keine Ahnung. So. Gehen wir ihr mal. Gehen wir dem noch entgegen. Schnappen uns die paar Einheiten, die er uns zu bieten hat. Ja, doch.
Jetzt kann er da rumsterben, ehrlich gesagt. Der eine Drache, den der hat, wäre noch ganz interessant. Ja, der Drache wäre wirklich noch ganz interessant. Eine große Gruppe Kriegseinhörner stürmt aus den Wäldern und greift an. Als euer General eure Truppen zusammenzieht, bemerkt ihr eure Schwester, die am Waldrand steht. Wow. 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 Pass auf, ich muss euch jetzt mal was gestehen. Ich habe die Mission bereits gespielt. Komplett. Die Aufnahme ist verkackt. Passiert. Ist jetzt ärgerlich, aber ich will mich deswegen nicht irgendwie aufregen oder sowas. Ist halt passiert, ne? Als ich diese Mission gespielt habe, habe ich dieses Ereignis nicht bekommen. Entweder bin ich komplett daran vorbeigeritten. Oder ich weiß es nicht. Aber das ist awesome. Das ist freaking fucking awesome. Cool. Richtig cool. Nice. Nice-san! Das war gut! Ich bin stolz auf euch. Okay. Sollte vielleicht aufhören. Nein, ich will keinen Drachen verlieren. Ich will keinen Drachen verlieren. Oh, Gott sei Dank. Ich habe keinen Drachen verloren. Magischer Pfeil! Okay. Drache, go! Centaur, go! Okay, das war aber ziemlich cool. Meine Schwester stand da. Mephala lernt etwas. Mephala hat Schätze gefunden. What the Dadurch, dass ich jetzt meine eigene Schwester gekillt habe, habe ich schlechte Moral bekommen. Vorübergehend bis zum nächsten Kampf. Okay, das war nice. Das war mal was, auf jeden Fall. Warte mal, was ich jetzt machen kann. Ich könnte jetzt klug spielen. Ich hole nämlich bei dem einfach die Einheiten ab. So. Ne? Weil dann habe ich ein bisschen, da habe ich ein bisschen mehr von. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. So, auf geht's. Nicht angreifen. Was haben wir hier noch so? Nicht angreifen. So, warum stehen da jetzt Engel? Willst du mich verarschen? Warte mal, wo ist denn jetzt meine Puzzlekarte? Uff, ja, so eine Sache, die man mit den Puzzlekarten wissen müssen. Alle Objekte sind nicht eingetragen und ich glaube, Flüsse zählen auch als Objekte. So, das ist jetzt quasi, da ist die Blume. 1, 2, 3, 4, 5, runter, 1 links. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 3, 4, 5. Hier müsste es sein. Probieren wir es einfach gleich mal. Oder wollen wir noch gegen Engel kämpfen? Wollen wir es mal wenigstens noch. Wie lange habe ich noch Zeit? Ja, 2 Wochen danach, das müsste reichen. Komm, gönnen wir uns noch einen Kampf gegen Engel. Ich habe Boot herbeirufen gelernt, ich bin stolz auf mich. Seid stolz auf mich. Wir haben Boot herbeirufen gelernt. So. Auf geht's, Engel. Come at me, Bro. Shit, die kämpfen sogar! What? Oh mein Gott, sind sogar nicht gerade wenig. Shit! Und ich komme über die komplette Scheißkarte. Ich habe 2 fucking. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking noch eins verarschen? Warum haben meine Drachen gerade nicht? Oh, die Zwerge. Richtet sie! Okay. Schön. Okay, es war ein ziemlich antiklimaktischer Kampf, aber wir haben es getan. So. Da muss es sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, hier wo ich stehe. Wir können es jetzt mal. Pass auf. Jetzt.
Glückwunsch, nach vielen Stunden des Grabens hat euer Held etwas entdeckt, der Gral. Tragt den Gral zur Stadt eurer Wahl und die Bevölkerung wird eine großartige Anlage bauen, die dem Besitzer der Stadt einen großen Vorteil verschafft. Glückwunsch, ihr habt das Artefakt der Gral gefunden und damit gewonnen. Secret Edition 1.3, speichern und damit heißt es dann auf zur Straße nach Hause, aber das Ganze dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.